Moin, moin, liebe Leute. Willkommen zu einer neuen Folge Ni no Kuni 2. In der letzten Folge habe ich mich hier den Strand entlang gekämpft durch Horden von Gegnern, die jetzt wohlgemerkt alle wieder gespawnt sind. Aber so ist dieses Spiel. Ich bin jetzt hier an dieser Küstengrotte angekommen. Werde da gleich reingehen, denn meine Aufgabe ist es, die Schiffszimmerer da drin zu befreien, die da ja in irgendeiner Art und Weise verschollen sind, festgehalten werden, man weiß es nicht. Also auf geht's. Keinerlei Lebenszeichen, ob die Schiffszimmermänner schon komplett verputzt wurden. Hey, bilde ich mir das ein oder ist da etwas an diesem Stein? Stimmt, gehen wir doch mal hin und sehen uns das an. Was ist die Musik denn jetzt so dramatisch hier? Passiert doch gar nichts. Naja. Aber ansonsten ist hier nichts Interessantes. Nee. Was ist das bloß? Eine Art Kokon oder vielleicht ein Ei? Ist da etwa jemand drin? Dort, an den Wänden, überall auch. Achso, da sind die Schiffszimmerer drin. Okay. Ja, dann würde ich sagen, kämpfe ich gleich gegen eine Spinne oder sowas. Wir müssen sie schnell befreien. Vorsicht, irgendwas ist hier. Ist das denn Afro-Krakel oder was? Krontakel. Aha. Naja, inwiefern das Sinn macht, keine Ahnung. Yo! Was ist das für ein Raumschiff, Alter? Okay, ja, das war ja ein richtig guter Angriff von mir. Nächster. Der konzentriert sich gerade, glaube ich, gar nicht auf mich. Okay, hätte ich nicht sagen dürfen. Komm schon, komm, ich aktiviere hier die kleinen Homies. Okay, jetzt brauche ich da gar nicht ran. Ja, jetzt hat er ein bisschen was abbekommen. Sehr gut, drauf, 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 draufhauen, draufhauen. Okay, wenn ich hier drin bleibe, dann erwischt er mich gar nicht mit seinen Strahlen. Okay, okay, komm schon. Okay, ausweichen bringt hier gerade relativ wenig. Oh Mann, ey. Ja, okay, gleich habe ich den. Komm. Let's go. Komm, einer noch. Okay, springt er weg. Und ah, jetzt macht es nicht so spannend hier. Wow. Come on! Plötzlich stehen wir ganz ruhig da wieder. Von der einen auf die anderen Sekunde.
Geschafft. Befreien wir alle aus ihren Kokons. Oh. Ah, ich dachte schon, ich wäre Fischfutter. Danke für die Hilfe. Kaum zu glauben, dass du das Monster erledigen konntest. Uns hat es platt gemacht wie eine Flunder. Ich bin froh, dass alle unversehrt sind. Hannes macht sich große Sorgen um euch. Stimmt ja. Wir sollten uns flott beim Boss melden. Tira! Wir machen uns mal auf den Weg. Man sieht sich, Junge. Oder Jungs. Alright. Gehen wir auch zurück nach Hafenna. Okay, bitte Hannes um den Bau eines Schiffs. Gut, dann denke ich mal, soll ich jetzt auch noch auf Fenner zurück? Ja. Den Speicherpunkt, den ignoriere ich mal ganz hart. Wirklich was Böses passieren dürfte jetzt nicht mehr. Zumindest bis nach Hafenna oder Hafenna sollte ich es schaffen. Ich kann hier noch ein paar EP mitnehmen und ein bisschen was wegschnitzeln am Strand. Kommt mir hier die Fee ganz recht. Boah, die sieht halt gut aus, ey. Uff. Ah, jetzt ist der wieder in dem komischen Modus. Ich weiß gar nicht, wie ich den da rauskriege. Ich glaube, da kann man nur abwarten, ne? Bis der wieder verwundbar wird. Natürlich hohl, dass die anderen da jetzt rangehen. Okay, ab jetzt. Jetzt hat er wieder Farbe, jetzt kann man den vernichten. Tata. Oh, da hinten die Kiste nehme ich noch mit. Da noch. Mal, wenn da so viele stehen, dann bringt dieser ja noch was. So. Wobei geht, hat jetzt eigentlich gar nicht mal so viel abgezogen, finde ich, dafür, dass das so ein super duper Spezialangriff ist. Ja, aber das bringt gerade wieder nichts. So, gucken wir hier noch schnell rein. Engelsträne, okay, cool. Dann räume ich hier den Rest vom Strand noch ab und dann mache ich mich gemütlich auf nach Hafenna. Ah, den Drachen da hinten. Oh Gott, nee. Den überspringe ich dann aber. Der ist mit Sicherheit mega stark wieder. Okay. Na, jetzt rennt er, jetzt rennt er. Ja, ich wusste es. Ja, schön ausgewichen. Na, jetzt kommt da wieder was. Warte, okay, kein spezieller Angriff, zumindest nicht von mir. Oh, jetzt habe ich richtig abbekommen hier.
Mach mal ein paar Fernangriffe besser. Dann aktiviere ich hier die kleinen Minions. Deren Namen ich immer vergesse, deren richtigen. Okay. Der Homie gut ausgewichen hier. Aber da habe ich ihn. So. Joa, die Kiste ist schon offen. Da ist nichts mehr zu holen. Schon witzig, ne? Wenn man hier Gegner besiegt, dann respawnen die. Aber wenn man Kisten ausräumt, dann respawnt hier gar nichts. Sie bleiben einfach leer. Echt eine fiese Regelung. Na, ja, komm her. Diese Feen, die sind echt fies, ey. Die können gut austeilen. Bam, Junge. Na komm, wir haben ja Zeit, nehme ich die hier hinten auch noch mit. Da sind sie schon wieder gerespawnt, da war eine Seite. Ich glaube, das war alles. Ja. Easy. So, der nächste. Was war das denn, ey? Oh, 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 oh. Ula, nein. Hm. Und Feuer, der Junge. Jawohl, das war ja easy. Das war easy. So. Ah, warte. Ja, schon wieder nachgespawnt da. Die zwei Blubblies noch und dann geht's nach Hafenna. Watch this. Okay, das sind noch ein paar mehr. Ah, warte, der ist wieder hier in seinem Tarnmodus, wo man dem gar nichts kann. Ja.
Sehr schön. So, alles sammeln, sammeln, sammeln. Und dann geht das jetzt nach Hafenna. Was ich nochmal eben gucken kann, ist, was wollte ich sagen? Genau. Ausrüstungsgegenstände. Manchmal checke ich das zwischendurch nicht, wenn ich irgendwas kriege. Im Eifer des Gefechts. Geht nämlich schon los hier. 62er Schwert, da 92er Schaden. Nee, Blödsinn, das hat er doch. Hä? Ach, ich bin so dumm. Ausgerüstet habe ich gerade das 62er, warum auch immer. Kann ich aber auch anders machen? Warte mal, hier sehe ich ja, wer was hat. Da, das und das. Er hat dann wieder das, aber die oberen, die stärksten, die sind auf jeden Fall vergeben. Das ist schon mal gut. Dann diese Sache. Oh, da haben wir aber was. 60er Verteidigungswert und hier 85. Tschüss. Mal, dann gehen wir auf den, der kriegt die zweitbeste. Dann rücken nämlich jetzt alle quasi einen auf. Die rückt, na, zack. Sind da die besten Sachen jetzt auch vergeben. Bei den Schüchen. Oh krass, die da war. Ein Schutz mit dem stärksten Verteidigungswert hier. Die Frage, ob ich meine Reihenfolge so beibehalte, dass ich da wirklich, wenn ich mal starke Gegner habe, dass ich dann wirklich so sagen kann, der stärkste ist er hier, dann... Na, er oder er kann man drüber streiten, aber... In der Reihenfolge sind zumindest die Klamotten vergeben. Die soll das kriegen. Ja. Achso, die haben getauscht einfach. Ja, dann er das, der das. Ja, so fällt mir ja schon besser. Der Ring der Magie. Der Talisman. Okay, da hat sich, glaube ich, nicht so viel getan. Ansonsten haben wir noch hier so Bögen. Aber die ist auch gut verteilt. Hä? Sag mal, welchen hat der jetzt? Hat er jetzt nicht drei Hämmer? Warum sind denn da links diese Bilder bei dem dran? Planierhammer hat der. Ist doch der unterste. Ach doch, in der Reihenfolge hat er... Ach, der hat jetzt aktuell den schwächsten in der Hand, ja. Soll aber eigentlich sein. Okay, komm. So, dann gehen wir jetzt wieder nach Hafenna und ich denke mal, ja, hier vorne, genau, ist wieder Laberrunde angesagt. Ja, moin. Oh! Evan, die Jungs sind heil zurückgekommen. Wie kann ich mich nur erkenntlich zeigen? Gib Schiff, Brudi. Boss, diese Landratte hat's echt in sich. Wir haben total versagt, aber er hat dieses Ding zu Calamari verarbeitet. Pass auf, was du sagst, Matthias. Evan ist der König von Minneapolis. Wow! Ah, der Junge ist ein König, kaum geschlüpft, aber hat's schon faustdick hinter den Ohren. Ist ja noch nie vorgekommen, dass sich so ein hohes Tier in unser Nest verirrt. Was verschafft uns die Ehre? Wir sind hier, weil wir ein Schiff brauchen. Alles klar, sagt nichts weiter. Als Dank bauen wir euch das beste Schiff auf allen Meeren. Was genau darf's denn sein? Ein Fischerboot? Ein Hausboot?
Wir brauchen ein robustes Segelschiff, das für die Weltmeere gewappnet ist. Wir möchten nach Quastenfloss. Ah, die Weltmeere. Tut mir leid, aber ich fürchte, für so einen Auftrag fehlt uns das richtige Material. Für einen Kahn, der jede Welle trotzt, braucht man extrem robustes Holz. Holz, sagst du. Vielleicht kann Nia da weiterhelfen. Oh, hast du einen Plan? Sag mir Bescheid, wenn du das ideale Holz findest. Und dann zimmern wir dir das beste Schiff, das du je gesehen hast. Wir Schiffszimmerer müssen uns doch für deine Rettung erkenntlich zeigen. Allerdings. So, hier habe ich doch einen Kaufmannsladen gesehen. Bruder, hat er seine Hose vergessen? Uff. Da hinten der auch. Was ist das hier für eine... Was ist das hier für ein Geschäft? Heyo. So, genau, verkaufen. Ich will mal eben schauen. Ja, nicht in dieser Kategorie, aber... Ja, hier ist nämlich ziemlich viel... Blödsinn. Die sind ja eigentlich vergeben nach, den besten Werten, ne? Aber warum ist die Klamme Platinaxt dann nicht ausgegeben? Muss ich gleich nochmal gucken. Aber ich kann zumindest hier diese Sachen... Können ja alle weg. So, ich will noch nicht zu viel Zeit damit verlieren. Die kann ich nicht weggeben. Ist einiges. Dann so... Also die Schmutzsachen. Oh, hier auch bei den Schuhen. Hier. So. 1 Million Ringe hier. Alles Männer. Sachen behalte ich, okay. Jo. Dann gucke ich nochmal eben nach Sachen zum Heilen. Gönn ich mir. Kohle habe ich ja genug. Dankeschön. Come back again. Ja, tschüss. Kauft euch Hosen. Genau. Schau ich nochmal gerade. Das waren diese Hämmer, ne? Ja, stimmt, da fehlt doch eine. Also hier müsste quasi die hin. Und hier dann die hin. Und dann habe ich da diesen einen Planierhammer. Kann eigentlich auch noch eben weg. Hey, yo. What'll it be? Der müsste ja hier dann dabei sein. Da. Also ihr kann ich den eh nicht geben. Damit kann nur der Big Boy da umgehen. Come back again. So. Und dann haben wir hier alles erledigt. Dann würde ich sagen, kann ich glaube ich, da wo ich jetzt hin muss, das ist nämlich hier in meinem Schloss. Kann ich eine Schnellreise hinmachen? So. Ach ja. So, dann wird Nurja wahrscheinlich hier drin warten. Genau, da ist er. Humo. Gechillte Hintergrundmusik, ey, die gefällt mir richtig gut. Was sagst du? Ihr braucht robustes Holz zum Schiffsbau? Tief in meinem Wald, im Permaforst, gibt's extrem robustes Stahlholz. Das klingt doch vielversprechend. Hi. Ein kleines Problemchen gibt es da aber. Listen. In der Nähe der Bäume lebt ein ziemlich gefährliches Monster und wir haben den Weg zur Sicherheit schon vor langer Zeit blockiert. Aha. Wir müssen also dieses Monster erledigen, wenn wir an das Holz wollen. Du sagst es, Mignon. Moment, dann braucht ihr aber das hier. Epilyricum, okay. Wer kennt es nicht?
Dieses magische Mittelchen löst alles Stachelige in Sekunden in nichts auf. Ist echt praktisch. Wendet es auf die Kaktanien an, mit denen wir den Weg versperrt haben, und sie verschwinden sofort. Ein Mittel, das alles Stachelige auflöst. Thank you. Vielen Dank, Nia. Los, Roland, lass uns aufbrechen. Ja, voller Tatendrang. Machen wir auch. Aber nicht mehr in dieser Folge, denn die hat ihr zeitliches Ende tatsächlich schon wieder erreicht. Wer in der nächsten Folge mit in den bösen, dunklen Monsterwald möchte, der klickt einfach die nächste Folge, das nächste Video an. Bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen. Gerne bis zum nächsten Mal. Und in diesem Sinne, wie üblich, bis dahin.